Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Tanks, mal wieder mit einem Gast. Der Patrick ist wieder da. Patrick. Hallo. Ah ja, er kann also auch noch reden, super Sache. Jo, und wir gucken heute mal, was wir wieder anstellen können. Ich lade dich gerade mal in einen Zug ein, Patrick. Da haben wir ihn. Einladen und ab geht die Party. So, was fahren wir denn? Zum A20 hast du immer noch nichts so ganz Passendes, oder? Moment doch, nee, nicht wirklich. Okay, such dir einfach was aus. Ich habe mittlerweile tatsächlich die große Kanone auf dem A20 drauf. Der Die mit der 5. T80 hat Wie bitte? die 45 mm VT42. Genau, die mit der 75 Millimeter Durchschlag. Ja, der T80 hat ne Dings drauf. Ja, aber willst du das wirklich tun? Wir kommen in bis zu Tier 8er Gefechte. Soll ich dann Tier 6er nehmen? Ja, empfiehlt sich. Ah, wie letztes Mal? Na gut, mach ich so. Jo, okay. Auf geht's. Ich dachte, ich sollte was nehmen und du nimmst was Passendes dazu, aber naja, machen wir so. Ja, der A20, der muss ausgeführt werden. Das ist okay, das kann ich verstehen. Das Egal, was wird. das für ein Gefecht wird. Oh, klasse. Okay, ich beschränke mich darauf, T50-2 und Type 58 abzuschießen. Beim M6 habe ich vielleicht auch noch Chancen durchzukommen. Vielleicht, eventuell. Überleben an sich wäre bereits ein Erfolg. Wahrscheinlich. Ja, das habe ich letztens als Arti geschrieben. Ich Ja. weiß nicht, was mehr Troll Mode ist. Das oder? Ja, muss einfach manchmal sein, oder? Bisschen Spaß muss sein. Nein, sing diesen Song nicht. Bitte nicht. Habe es So. nicht vor. Du kannst es ja nachher noch im Hintergrund einspielen oder so. Auf jeden Fall nicht. Da Ja, habe ich nämlich stimmt, keine Rechte für. Copyright-Probleme. Oh, guck mal, da ein T52. Ich dachte, du wolltest auf den Hügel fahren. Auf jeden. Jetzt hat der Indienpanzer so auf deine Unterstützung gezählt. Ja, verdammt, der ist meinem Schuss ausgewichen. Oh, verdammt, Naja, das. M6. Hey, ich habe einen Schuss vom M6 ausgehalten. Unglaublich, aber wahr. Der macht echt nur 200 Schaden mit einem Schuss oder hat er die schlechte Kanone drauf? Der kann durchaus nur 200 Schaden machen, aber ich mache keine 200 Schaden. Nee, du machst ein bisschen mehr. Wobei ich gerade echt Ups. glücklich war, den zu treffen. Ja, eigentlich ist das gerade voll die falsche Taktik, die ich hier anschlage, aber ich traue mich nicht, da richtig rauszufahren. Nee, ich würde mich das auch nicht trauen. Ja, da vorne kann ich auch nicht raus, da steht der KV-2. Ja, dann fahre ich halt doch mal mit über den Hügel. Bleibt mir nichts anderes übrig. Was treffe ich hier mit der Gun? Jo, genau so, und jetzt fahre mich doch um. Eigentlich wollte ich gerade rumdrehen, aber egal. So, bloß hoffen, dass mir niemand in den Hintern putzt. Jo, geschafft. Dann wollen wir doch mal auf den Hügel. Da stehen zwei Mediums. Da habe ich vielleicht sogar eine Chance, irgendwie durchzukommen, mal mit Schon, einem dass Schuss. die Heavys hier mal alleine. Da bringe ich denen nicht viel. Den stehe ich nur in den Füßen rum. Jo. Ach ja, das erinnert mich gerade an das Game. Ups, da kommt was gerade in meinen Bildschirm rein. Da muss ich mich gerade mal drum kümmern. So. Ärgerlich. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht im Let's Play gesehen. Wenn doch, muss ich mich entschuldigen. Ich nehme immer noch nur mit dem Laptop auf. Da kommt es ab und zu mal vor, dass die CPU ziemlich ausgelastet ist. Das war nämlich die Leistungsmeldung. Okay,
ich will um die Ecke, ich will um die Ecke, nicht schießen, nicht schießen, nicht. Puh, geschafft. So, dann stelle ich mich mal hier hin. Hallo VK. Ich fahre jetzt einfach mal ganz fresh in den Cap. Und tschüss VK. Ups, ein T-34 weg hier. Der könnte AFK sein. Nee, der hat auch nicht gezielt. Ah, das ist aber doof, wenn du das tut. Nicht nett, man zielt nicht mit... Ja, das. Hm. Das ist das. Der steht immer noch da. Ah, und der kommt zu mir. Ich mache einen Abgang. Tschüss. Da steht ein IS-3. Ja. Ich fahre jetzt einfach zwischen meinen Verbündeten durch. Ja, wenn du das überlebst. Ich fahre jetzt einfach mal wieder den Hügel zurück. Was soll ich hier auch machen? Kämpfen kann ich nicht. KV2 helfen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich da Chancen habe durchzukommen. Außerdem müsste ich da am IS-3 vorbei. Ah, der T-34 fährt darüber. Dann ärgere ich die doch noch mal ein bisschen. Ich helfe dir. Ich fahre jetzt noch mal hier den Hügel runter hier drüben. Fahre einfach hinter dem T-34 vorbei. Ich glaube, du kommst aber nicht mal durch seine Heckpanzerung. Nee, ich fahre einfach hinter ihm vorbei, ohne drauf zu schießen. Hallo! Achtung, da komme ich. Ich fahre rechts. Ah. Ja, welches rechts? Ja, mein rechts. Nee, ich kann noch ein paar Cap-Punkte einsammeln. Coole Sache, ich hab's tatsächlich überlebt, obwohl ich einen Schuss reingekriegt habe. Hallo, Mr. T-34. Gib ihm Saures. Oh, das gibt gute Erfahrung, dieses Gefecht für mich. Einfach nur, weil ich so niedrig bin. Ich hoffe es zumindest. Der Type hat jetzt elendigst den Kill gestealt. Naja, eigentlich nicht. Ja, keine Ahnung, ich sehe dich ja nicht so genau. Hätte ich ja jetzt mal rauszoomen können. Aber hey, wir haben das überlebt in einem Stufe 8er Gefecht. Und wir haben sogar uns ganz gut. Und ich habe ein Überlegenheitsabzeichen 3. Klasse bekommen. Yay. Hättest du ein bisschen Spotting Damage gemacht, wäre das jetzt episch geworden. Aber naja, überlegen. Ja, gut, auf Himmelsdorf, ich bitte dich. Na gut. Stimmt auch wieder. So, 700 Erfahrung haben wir wieder. Damit können wir im Moment nichts anfangen. Super Sache. Weil die andere Kanone ist mir erstmal nicht so wichtig. Ich will jetzt erstmal die besseren Ketten und den besseren Motor haben. Ja, aber dann wollen wir doch mal Tier 3 ausführen. Da wäre der Valentine AT. Der passt super zum T82. Also auf zum Spaß haben. Oh mein Gott, das wird jetzt, wenn wir in ein T3er-Gefecht kommen, wird das einfach nur... Trollgun-Battle. Eine Schlägerei. Wenn wir nicht einfach abgeschossen werden. Und wenn es hoffentlich nicht gerade die hügeligste Map ist. Da ich sonst Probleme mit meiner wahnsinnig tollen Flugbahn habe. Ach was, die ist doch super. Hügel sind doch klasse, kannst du einfach drüber schießen. Ja, aber hast du schon mal versucht, auf einen auf der Hügelkuppe stehenden Panzer zu schießen, der unsichtbar, also der gerade nicht mehr sichtbar ist? Nee, ist nicht möglich mit dem Ding. Vergiss es. Weil dann schießt du einfach in hohem Bogen drüber auf den Hügel hinten dran, wo du dann mit deinem Fadenkreuz drauf bist. Na, willst du lieber die Entfernung, den Richtwinkel manuell ausrechnen und einstellen? Ja, aber auf jeden Fall. Das mache ich im Kopf mit links. Ich würde sagen, wir fahren nach links. Links? Jo, sagte ich doch gerade. Zwar in einem anderen Zusammenhang, aber egal. Naja, du hättest auch sagen können, dass wir auf dem rechten Pfad sind. Ja, okay, Tschut, tschut. Ich lach einfach nochmal. Haha. Das habe ich eben irgendwie verpasst. Was hast du verpasst? Zu lachen. Ach so, bei meinem ultraschlechten Wortwitz.
Genau, aber da habe ich ja selbst genug Erfahrung mit schlechten Wortwitzen. Ich erinnere mich nur an ein nicht ganz faires Gefecht in Age of Empires. Ja. Da brauche ich aber nichts mehr zu sagen, oder? Oh, Scheiße. Du, Oh. ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Jo, ich hab's gesehen. Ist der eben abgefackelt oder Der geeinszet worden? ist einfach geeinstet worden. Ach so, ansonsten hätte ich jetzt mal singen können, wenn it burns, burns, burns. Aber irgendwie, keine Ahnung. Oh Vielleicht Gott, burnt er. ich fürchte, ich bin heute zu gut drauf. Ha, eat dead, Panzer 1C. Jo. Oh, ich würde jetzt so gerne was in den Chat schreiben. Dann mach's doch einfach. Da ist doch gerade kein Gegner direkt um die Ecke. You don't mess up with American Steel. Yay. Soll ich halt immer mal schreiben? Warum Schreibt man hast du es nie Steel? getan? So. Yay. Eigentlich fehlt da jetzt noch ein Up, aber egal. Soweit mein Englisch mich hier nicht Lass uns verlässt. zusammen draufputzen. Einfach drauf, ah, der T82 hat die kurze. Lass einfach hier stehen. Die kommen raus, die sind. Ah, Marder, jetzt komm schon, sei denn so ein Schisser. Oh. Volltreffer. Fahr zurück. Marder. Wie werden die gerade abgeschossen? Okay. Do you really wanna do this? Also, wir können sidescrapen. Meinst du? Gegen den T-82? Bestimmt. Der T57 sagt mir halt. Aber wir führen doch 7-3. Aua, der 38T kann mich abschießen. Warum auch immer. Ach nö, lass mich in Ruhe. Ich kann Ich dich mach nicht bloß, wie ich sterben lustig lassen. bin. Genau, like a boss. Ah, das war zu befürchten, jetzt muss ich schnell sein. Ja, ja, 12 Sekunden Reload hat der. Wo? Kemper TD. Ah, das ist aber sehr ärgerlich. Was macht denn der Marder da? Der Steht macht da. langweilige Marder-Action. Von extrem weit hinten irgendwelche Gegner abschießen. Genau das, was der FCM eben mit uns gemacht hat. Ah, das regt Kemper. mich gerade so ein bisschen auf. Ich dachte, ich kann jetzt so richtig schön den T-82 abschießen. Warum bist du da Ja, eigentlich das hat. rausgefahren? Ich wollte mich eigentlich hinter dem Panzer verstecken und dann. Na gut, wir sollten das Gefecht vielleicht verlassen. Jo, machen wir. Wenn die das noch verlieren, dann. Hast du noch einen Dreier? Ein BMW irgendwann vielleicht mal. Nein. Schön wär's. Dazu musst du erstmal Geld verdienen. Nee, also ich könnte das dann nehmen. Ach ja, das wäre doch auch ganz witzig. Das Dann wäre. nehme ich doch. Was hat der für ein Matchmaking? 2 bis 4 meine ich. 2 bis 4. Was hat der hier? Muss ich mal drauf gucken. 2 bis 3. So, ja, dann kann Und ich der auch den TT7. T1E6 nehmen, der hat auch 2 bis 3. TT7 hat 3 bis 3 bis 5. 4, ja, das. Okay, dann würde ich vorschlagen T1, T6 und BT2. Auf in den Kampf. Die eine Runde noch und dann haben wir es für heute auch schon wieder gepackt. Die Map kenne ich. Echt? Woher denn? Von gerade eben. Ach nee, echt? Anderer Panzer, selber planen, würde ich sagen. Genau, einfach immer die Gegner totrushen. Vor Halt allem, noch du einfach machst jetzt einfach durchstehen. fette Magazin-Action und ich deck dir die Flanken ein bisschen während dem Nachladen. Ich weiß noch, wie ich jemals Vollnoob mich dann einfach da so auf E4 hingestellt habe und dann einfach durch die Mitte durchfahren wollte. Oh Mann, ist das lange her. Jo, ist circa 6000 Gefechte her, ne?
Ich glaube sogar 7000. Weiß ich halt nicht so genau. Auf geht's! Was war die erste Map, auf der du gespielt hast? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, bei mir war es Mali noch gar. Ja, ich meine, es gibt ja nicht viele Maps für dich. Also es war nicht Himmelsdorf. Ich glaube, war es Mali noch? Ich weiß es nicht. Am Anfang spielst du doch eigentlich bloß Himmelsdorf, Malinovka und Prokhorovka. Mittlerweile auch noch Provinz. Aber die gab es ja zu der Zeit, wo wir angefangen haben, noch nicht. Nee. Zu unserer Zeit gab es gerade mal Deutschen, Russen und Amis und die allerersten Franzosen. Also noch nicht mal die Franzosen gab es. Also doch, Franzosen, bei mir gab es die allerersten Franzosen. Da gab es genau die Heavy- und die Leitlinie von den Franzosen. Ja, als du dann kamst. Ah. Sorry, da war ein Baum im Weg. Keine Bäume fällen, schlecht für die Umwelt. Ja, ja. Schützt den Wald. Ja. Zerstört gegnerische Panzer, denn die fahren den Wald um. Oh, 35 T mitten im Schutzfeld, sehr schön. Treffer. Und noch einer. Und komm schon. Ah, schade. Der ist halt rausgefahren. Ah, gleich kommt er. Der kommt gleich. Der hat die Unruhe im Hintern. Ah, jetzt ist er da hinten runtergefahren. Tizzo Medium macht das, denke ich. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay. Dann kommst du mit, dann raschen wir da den UC2-Pounder. Ja, ich hoffe, dass da sonst nichts mehr steht. Ich fürchte allerdings schon. Oh, da steht einiges. Oh, oho. Schade, daneben geschossen. Oh, der AT. Wunderschön, das die Seite. Hat sich gerade angefühlt wie ein Batschat. Juhu. Ah, stehst mit genau im B. Ja, verdammt. Alter, das ist der Alter, das darf doch nicht wahr sein. Ich hab grad über dich drüber geschaut. Ich hab grad ständig Bouncer gehabt. Du hast wahrscheinlich einfach rechts in das Blech rein und links durch. Nee, ich hab unten auf die Wanne geschossen, da hatte ich einen orangenen Marker sogar teilweise. Seltsam. Oh, 5 zu 6, die linke Flanke ist komplett weg. 6 zu 6. Ne, die linke Flanke ist nicht komplett weg, sondern einfach nur außerhalb von unserem Buchbereich. Das kann auch sein. Ja, das ist immer so. Das darf man nicht vergessen bei den kleinen Panzern. Ja, stimmt. Bei uns sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Panzer. So, erstmal noch nicht in der Cap. Erstmal gucken, wo der Artillerist da steht. Jetzt steht nur noch nichts mehr auf in unserer Base. Da ist er. 1, 2, 3, 5, 6. Uh-oh. Um den AMX-38 können wir uns später, würde ich sagen. Ja, mein Turm ist gerade blockiert. Blöd. Okay, jetzt habe ich ihn wieder. Nein. An den Shiha komme ich gerade so dran. Treffer. Oh, jetzt ist der 38er bei mir. Kann dem AMX nichts machen. Der ging nicht durch. Dito. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Da vielleicht. Der ging nicht durch. Panzerung nicht durchschlagen. Der ging nicht durch. Okay, der ist weg, endlich. Let's cap. Nein, nicht rausfahren. Okay, ich denke, das gibt einen Unentschieden, oder? 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 Die 100 hatten wir noch. Nein, das Ausrufezeichen hat gefehlt. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Patrick, du hättest mitcappen müssen. Patrick? Patrick? Oh, anscheinend gibt's gerade ein kleines Skype-Problem. Ich bin da. Ah, warum antwortest du denn nicht? Mein Bruder kam ins Zimmer und wollte etwas wissen. Okay.
Darauf sprach ich zu ihm, er solle sich doch bitte entfernen. Ja, okay, wir können uns den Rest denken. Jo, okay. Dann war's das mal für heute wieder. Schade, dass das eben so verdammt knapp verloren gegangen ist. Aber was will man denn tun? Jo, war knapp. Jo, okay, also, ich danke dir mal wieder fürs Mitmachen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.